Hallo und herzlich willkommen bei Real Politics 2. Wir machen weiter mit dem Playthrough als Neuseeland und wir sind schon ganz schön weit gekommen. Wir haben hier einige Hochseegebiete in unseren Einflussbereich gebracht. Hier wollte ich auch nochmal gucken, was sagt denn das hier, was wir da haben. Da haben wir das schon erforscht. Das haben wir schon erforscht. Da gab es nicht so viele. Alles klar, da gab es nicht so viele Bodenschätze. Wir könnten mal gucken, ob wir uns in Richtung Australien ausbreiten. Auf jeden Fall ist immer noch das, was zur Stunde angesagt ist. Wir wollen den Technologiesieg erringen. Und dafür müssen wir einiges an Forschung erledigen. Das kann man hier sehen. Wir haben Leistungsgesellschaft umgesetzt. Das ist ein Boost für die Bildung. Und Projekt umgesetzt, krumme Geschäfte in der Spionage. Wir arbeiten daran, dass wir in Richtung Raumstation kommen. Und Vormachtstellung im Dienstleistungssektor. Was haben wir hier unten noch? Da ist ein neues dazugekommen. Das sehe ich jetzt gerade erst. Staatlicher Interventionismus. Übernehmen Sie die Kontrolle über die Wirtschaft, erreichen Sie 30 Interventionismus. Das würde ich aufgeben, weil wir gerne eine Demokratie bleiben wollen. Ja, dann würde ich mal, bevor ich die Zeit anstelle, mal gerade gucken, wie es mit unseren Nachbarn aussieht. In 12 Tagen können wir wieder nach Aktionspunkten fragen. Australien hat nicht genug Öl, dass sie uns Ressourcen geben könnten. Hier auch noch 15 Tage Investitionen. Okay, wir könnten Wohlwollen erlangen. Sollten wir mal machen mit Japan. Ansonsten läuft gerade globales Positionierungssystem und Projekt umsetzen Finanzspionage läuft gerade als Projekt. Okay, dann lassen wir mal die Zeit weiterlaufen. Ja. Ich bin guter Dinge. Genau, das sind nur noch ein paar Tage und als nächstes, wir müssen weitermachen, hier unsere Nachbarn quasi zu nerven bezüglich Aktionspunkte. Unsere Einnahmen, was Aktionspunkte angeht, sind wieder zurückgegangen. Da werden wir wahrscheinlich jetzt als nächstes ein paar Sachen erforschen müssen, die uns wieder einen Boost, was Aktionspunkte angeht, einbringen. Aber wir fragen erstmal Australien, ob sie uns nicht ein paar Aktionspunkte geben wollen. Und dasselbe mit Japan. Die haben nämlich weitaus zu viele 300.000 Aktionspunkte sitzen die gerade drauf. Und benutzen die einfach nicht. Da können sie uns auch nochmal welche abgeben. So, wir kriegen von Australien Aktionspunkte und von Japan haben wir auch Aktionspunkte gekriegt. Sehr gut. Und Wohlwollen haben wir auch von Japan umgesetzt bekommen. Das ist sehr schön. Wir investieren wieder in Australien, um weiter Investitionspunkte zu bekommen, um unsere Sachen, die wir, um unsere Anfragen nach Aktionspunkten auch weiter zu boosten. Und es gibt auch sorgt dafür, dass wir uns gut mit unseren Nachbarn und den Blockpartnern verstehen. Jo. Noch 44 Tage. Wir könnten halt überlegen, ob wir noch ein Meeresdings hier... Wir könnten das hier mal erforschen. Besiedlungsoptionen, Suche nach natürlichen Ressourcen. Und hier haben wir das schon gemacht. Nein, haben wir noch nicht. Machen wir mal Pause. Das hier haben wir hier schon geguckt, was es da an Bodenschätzen gibt. Da haben wir schon geguckt, 55, 67 und 40. Und hier haben wir auch schon geguckt. Okay. Ja. Das hier wäre ganz praktisch für noch mehr seltene Erden. Da tasten wir uns dann langsam an Australien ran. Könnten wir machen. Wir brauchen dafür relativ viele Aktionspunkte, um das zu machen. Ich behalte das im Hinterkopf und schiebe diese Entscheidung nochmal ein bisschen auf. Besiedlungsaktion, Suche nach natürlichen Rohstoffen wurde erfolgreich in Provinz Tasmanische Ebene umgesetzt. Das ist die hier. Was haben wir denn da?
52 Metalle, 63 Brennstoff, 16 seltene Erden. Okay. Hm. Nicht so verlockend. Wahrscheinlich wäre das hier das nächste, was ich mir unter den Nagel reißen wollen würde für Einkommen hier oben. Investition wurde erfolgreich in Australien umgesetzt und hoffentlich auch erfolgreich in Japan. Auch erfolgreich in Japan. Sehr schön. So. Jetzt müsste Finanzspionage bald durch sein und ich glaube, wir sind schon wieder soweit. Ja, wir können in 7 Tagen schon wieder nach Aktionspunkten bei Australien und Japan anklopfen. Und das sollten wir auf jeden Fall auch machen. Das mache ich jetzt. Ich möchte gerne... Oh, und wir haben keine Wohlwollenspunkte mehr. Wohlwollen erlangen dauert noch 20 Runden. Wie sieht es in Japan aus? Können wir bei denen noch 2 Tage? Finanzspionage wurde umgesetzt. Sehr schön. Wir fragen auch hier nach Aktionspunkten in Japan. Finanzspionage wurde umgesetzt. Das war in wirtschaftlicher Fokus. Hier unten, Finanzspionage. Das ist der Weg, den wir machen müssen, bis wir hier sind. Vormachtstellung am Dienstleistungssektor ist eine Voraussetzung für einen Technologiesieg. Und da haben wir jetzt die nächste Aktion, Massenwerbung. BP-Wachstum geht hoch, Unzufriedenheitszielwert geht hoch. Das würde ich jetzt nicht machen, sondern tatsächlich gerade mal entweder was uns bei Infrastruktur was bringt, eventuell was bei Umwelt. Tja. Nichtregierungsorganisationen könnten wir auch mal machen. Treueprogramm. Gewähren Sie das Urteil finanzielle Regierungsunterstützung, erkennen Sie sie als offiziell als nützliche und hilfreiche Organisation zum Wohle der Nationen an. Weiß ich nicht. NGO vielleicht nicht so. Wir können mal bei innere Sicherheit gucken. Da haben wir lange nicht geguckt. Freiheit der Bürger. Bürgerarrest. Recht auf Selbstverteidigung. Staatliche Ermittlungsbehörden. Gibt uns ein bisschen Abzug. Was ist denn Freiheit der Bürger? IME plus 2. Oh, persönliche Kontrolle wäre minus 2. Wir haben wenig persönliche Kontrolle. Notfallmedizinisches System. IME plus 1. Und hier Bevölkerungswachstum bei Modernisierung von Krankenhäusern. Wir haben im Moment 0,00 Bevölkerungswachstum. Das sollten wir vielleicht wieder... ein bisschen nach oben und Modernisierung von Krankenhäusern finde ich eigentlich ganz gut. Macht was fürs Bevölkerungswachstum. Leider nicht für den Index für menschliche Entwicklung, aber starten wir das mal. Dauert auch relativ lange. Aber das sollten wir mal machen. Okay, wir haben wieder Aktionspunkte von Australien bekommen und hoffentlich jetzt auch gleich von Japan. Jawohl, wir haben 18.000, aber das ist gar nicht so viel. Weil ganz viel Forschung, die wir oder Projekte, die wir anschieben wollen, brauchen sehr, sehr viel Aktionspunkte, um hier diese Sachen, um da hinzukommen. Vormachtstellung bräuchte 12.000 für. So, Ombudsmann, das ist sowas wie unser Innenminister. Der Beratervertrag ist aufgelaufen, wir müssen einen neuen unterzeichnen. Endlich, wir können entweder persönliche Kontrolle, Zielwert minus 3. Da sind wir im Moment... Bei der persönlichen Kontrolle sind wir bei 0. Das heißt, den brauchen wir eigentlich nicht. Bevölkerungswachstum plus 0,02%. Finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Das heißt, ich nehme den mit dem Bevölkerungswachstum. Ja. Ressourcen sehen gut aus. Oh, was ist denn da immer runtergezogene Smiley? Finden Leute das, was wir tun, nicht so doll? Eventuell ist das der Grund. Huh. Ja. Da oben in Russland herrscht immer noch wilde kriegerische Auseinandersetzung. Gott sei Dank ist das nicht nach hier unten rüber geschwappt. Genau. Was haben wir hier? Projekt Modernisierung von Krankenhäusern.
und globales Positionierungssystem ist der nächste Schritt, um Richtung Raumstation zu kommen. Und dann würde ich mit der Physikforschung da wahrscheinlich auch weitermachen. Die Weltwirtschaft geht wahrscheinlich gerade richtig ab. Oh ja. Weltweites Wirtschaftswachstum pro Monat 0,11 und wir sind in Neuseeland mit plus 0,27% echt gut aufgestellt. Okay. Ein Ereignis. Briefe mit Forderungen. Ein anonymer Brief mit terroristischen Forderungen erging an unser Hauptquartier. Eine unbekannte Gruppe fordert eine massive Tributzahlung und droht uns mit einer Anschlagserie. Wie reagieren wir darauf? Ab damit in den Mülleimer. Dies Irae, wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Untersucht den Brief, findet die Absender und schaltet sie aus. Wir verhandeln nicht mit Terroristen, ignoriert ihre Forderungen und erhöht die Sicherheitsmaßnahmen. Sicher, wieso nicht? Wir können es uns leisten. Nee. Ich würde das hier nehmen. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen, untersucht den Brief, findet die Absender und schaltet sie aus. Auf jeden Fall. Glaube, es hackt. Soweit kommt das noch. So. Finanzverwaltung müssen wir bald eine neue Person bestimmen. Und ich guck mal, bevor das losgeht, wie es mit den Blockaktionen aussieht. Und wir können schon wieder nach Aktionspunkten fragen. So, positiv. Ich möchte Wohlwollen mit Australien erlangen. Und ich möchte wahrscheinlich auch wieder investieren. Jawohl. Und in Japan können wir auch wieder nach Aktionspunkten fragen und wieder Investitionen tätigen. Und können wir Australien jetzt vielleicht nochmal nach Ressourcen fragen? Nein, können wir nicht. Die haben so gut wie kein Öl. So, Finanzverwaltung. Beratervertrag ist ausgelaufen. Wir müssen einen neuen unterzeichnen. Entweder Emily Smith, Interventionalismus Zielwert plus 3. Oder Leonard Janssens Höchsteuersatz plus 10%. Da würde ich eher sagen, wir geben nochmal Geld und Aktionspunkte auf, um weiterzusuchen. Steuereinnahmen plus 5% oder Höchststeuersatz. Wir haben zwar genug Geld, wirklich reichlich Geld. Und da könnte ich sogar die Steuern mal zurückfahren. Ich nehme Steuereinnahmen plus 5% und mache nochmal auf Pause und gucke mal, ob wir die Steuern nicht eventuell runterfahren können. Wir sind jetzt im Moment bei Steueranteil am BIP-Wachstum minus 0,07. Das heißt, da könnte ich nochmal runtergehen, bis wir auf 0,06 sind. Ja. Jetzt haben wir ein klein wenig weniger Steuereinnahmen, aber wir haben so viel Geld. Das tut unserer Wirtschaft quasi gut. Und wir haben Aktionspunkte von Australien bekommen und hoffentlich auch von... Ja, wir haben auch Aktionspunkte von Japan bekommen. Sind wieder bei 23.000. Großartig. Scheideweg. Die Türkei ist am Scheideweg. Die Hälfte des Landes, darunter vor allem die jüngeren Generationen, scheinen die pro-westliche Politik weiterführen zu wollen. Die nationalistischeren Teile des Landes berufen sich jedoch auf die muslimischen Traditionen des Osmanischen Reiches. Sie verlangen, dass die Türkei zu einer Art Anführer der muslimischen Welt umgebaut werden soll. So oder so werden die Türkei und ihre Bürger bald eine wichtige Entscheidung treffen müssen. Okay, interessant. Da bin ich ja mal gespannt, was da passiert. Die sind Gott sei Dank auch weit weg, hier unten im Südwestpazifik ist die Türkei für uns sehr, sehr weit weg. Oh, okay, falsche Terroristen. Es stellte sich heraus, dass der Brief mit den Terrordrohungen ein Scherz missratener Kinder war. Okay, bestrafen wir sie ordentlich und sorgen dafür, dass die jungen Leute es in Zukunft besser wissen. Sobald sie im straffigen Alter sind, werden sie vor Gericht gestellt. Nee. Bestrafen wir sie ordentlich. Ja, da ist immer ein böser Smiley, ganz kurz, und ist dann wieder weg. Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Jetzt mache ich mal Pause und ich würde Wohlwollen erlangen jetzt... Ah, brauche ich noch 9 Tage. Und dann kann ich wieder Wohlwollen in Japan erlangen. Und das müsste...
jetzt soweit sein. Jawohl. Einmal Wohlwollen erlangen in Japan. Diplomatische Aktion Investitionen wurde erfolgreich in Japan umgesetzt und in Australien ebenso. Sehr, sehr schön. Unser BIP-Wachstum ist abgefahren. 0,3% pro Monat. So. Und wir sind gleich durch mit dem Projekt GPS-Satelliten. Und dann werden wir weiter in Richtung Raumstation forschen. Weltregierungsambitionen. Das ist wieder die Sache, dass wir den diplomatischen Sieg durchsetzen können. Ich weiß, ich quatsche die ganze Zeit davon. Nur Rumi und ich haben viel zu tun. Also Rumi Höhne, die Politikwissenschaftlerin, mit der ich auf Twitch immer die Dienstagspolitik streame. Und wir wollen mal, weil wir das hier auf Twitch angefangen haben, wollen uns mal zusammensetzen und eine Folge aufnehmen. Und ich werde diese Entscheidung wieder ein Jahr rausschieben, weil ich hoffe, dass dann das kommt. Aber da wir uns auch schon dafür entschieden haben, dass wir weltweit bekannt geben, dass wir durch technologischen Fortschritt quasi eine Vorrangstellung einnehmen wollen, haben wir eh schon ein bisschen Abzüge auf all unsere Einnahmen und so. Aber ich zögere das jetzt noch ein Jahr hinaus. Und das globale Positionierungssystem GPS wurde umgesetzt. Also, gucken wir mal bei Physik. Hier geht es jetzt weiter. Raumstation ist das nächste und wir brauchen Raumstation. Jawohl. Wenn wir Raumstation... Oh, wir müssen Raumfahrt... Ach, wir müssen... Das ist das übernächste. Wenn wir... Was bringt uns Raumfahrt? Raumfahrt bringt uns Punkte und IME. Keinen Unterhalt. Kostet 5000 Aktionspunkte. Und ziemlich viele Ressourcen, die wir aber haben. Also machen wir das. Dauert auch relativ lange. Aber wir machen das. Jawohl. Raumfahrt wird erforscht. Jo. Wie geht's der Weltwirtschaft im Moment? Die Weltwirtschaft ist im sehr, sehr hohen Bereich. Unser BIP-Wachstum ist ebenfalls hoch. Ich sollte die Zeit mal starten. Und in 65 Tagen haben wir auch die Krankenhäuser verbessert und haben einen kleinen Zuwachs an Einwohnerzahl. Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Das freut mich zu hören. Und es geht schon wieder weiter. Ich muss überall nach Aktionspunkten fragen. Es hilft alles nichts. Positive Aktionen können wir im Moment nichts machen. Wir können nochmal gucken, ob Australien... Ne, Australien hat so gut wie gar kein Öl mehr. Das heißt, wir fragen einfach nur nach Aktionspunkten und boosten die Wahrscheinlichkeit, indem wir Investitionspunkte und Wohlwollenspunkte ausgeben. Und wir haben von Australien Aktionspunkte bekommen und kriegen wir sie auch von Japan. Neo-islamische Türkei. Die Türken haben ihre Wahl getroffen. Es gibt nur einen Gott und sie werden seinen Willen ausführen. Nun gut. Keine Ahnung, was das für uns bedeutet. Und wir haben Aktionspunkte von Japan bekommen. Wieder bei knapp 23, ja, 23.000. Und wir haben ein paar monatliche Einnahmen. So, noch 42 Tage. Dann ist das nächste Projekt abgeschlossen und wir sind echt schon auf einem guten Weg. Vormachtstellung am Dienstleistungssektor wird noch eine Weile dauern. Aber das ist auch nur ein Zwischenziel. Musikfestival. Unsere Bürger wollen ein großes Musikfestival veranstalten. Wir sollten uns dazu äußern. Ladet Staatsgäste aus der ganzen Welt ein. Mindestbeziehungen für Blockunterhalt minus 5 für 50 Tage. Beziehungen zu allen plus 5. Mhm. Sorgen wir dafür, dass der Eintritt frei ist. Wow. Sorgen wir dafür, dass der Eintritt frei ist oder zensiert die Texte. Ich würde eher den Bonus auf die Unzufriedenheit minus 10 nehmen für relativ wenig AP und für das Geld. Ja. Jawohl. Wir haben wahrscheinlich gar nicht so viel Unzufriedenheit. Können wir mal gerade gucken.
Unzufriedenheit ist hier 0. Also alles gut. Das kann jetzt auch schon eine Auswirkung direkt davon sein. Flugzeugabsturz. Eine unserer Passagiermaschinen wurde letzte Nacht über fremden Luftraum abgeschossen. Die Verantwortlichen beteuern, es handele sich um einen schrecklichen Fehler, da die Abwehrsysteme ohne Befehl aufgrund eines technischen Defekts eigenmächtig handelte. Aber das ist für die betroffenen Familien ein schwacher Trost. Oh, über Israel. Sie müssen für ihren Leichtsinn bezahlen, Kriegstreiber, Beziehungen, Unzufriedenheit und Unzufriedenheit. Oder wir müssen uns darauf konzentrieren, die Familien bestmöglich zu helfen. Ja, auf jeden Fall müssen wir uns darauf konzentrieren, den Familien bestmöglich zu helfen. Da würde ich sogar noch mehr Geld drauf kloppen, aber ja. So, kurz bevor die Aktion umgesetzt ist, will ich nochmal gucken. Wir können noch nicht wieder nach AP fragen. Modernisierung von Krankenhäusern wurde umgesetzt. Sehr schön. Noch mal so ein bisschen bei Infrastruktur gucken. Was haben wir denn da? Oh, wir könnten Solarkraftwerke erforschen. Mittendrin, da hinten. Solarkraftwerke. Werten Sie Ihre Windparks zu Solarfarmen auf und nutzen Sie Sonnenenergie, um die Häuser der Menschen nachts zu beleuchten. Umweltzerstörungsmodifikator minus 1. Das können wir gerade gut gebrauchen, tatsächlich, weil wir so viel Bergbau betreiben. Das hilft uns jetzt nicht direkt bei IME oder anderen Sachen, aber Umweltzerstörungsmodifikator minus 1 einfach so ist tatsächlich eine gute Sache. Behalte ich mal im Hinterkopf. Grundlegende Infrastruktur. Kostenfreier öffentlicher Personennahverkehr. Oh, Arbeitslosigkeitswachstum geht ein bisschen hoch. Tja. Bei Ideologie haben wir lange nicht geguckt. Minderheitenrechte gibt uns Soldatenzuwachs plus 5%. Militarismus. Arbeitslosigkeitswachstum. Okay. Religion. Anerkennen Sie religiösen Grundbedürfnisse Ihrer Gesellschaft. Das geht total schnell, kostet uns kaum etwas und ja, das machen wir. Da natürlich erkennen wir die religiösen Grundbedürfnisse an. Gar keine Frage. Eine schnelle Forschung. Finde ich gut. Zwischendrin kann man das auch mal machen. Noch 3 Tage, bis ich wieder nach AP fragen kann. Dass hier unser IME ein bisschen hochgeht und all so eine Sache. Also, wieder Australien. Hallo, könntet ihr uns bitte ein bisschen Aktionspunkte geben? Und ich möchte wieder in Australien investieren. Und in Japan möchte ich auch nach Aktionspunkten fragen. Und ich möchte gerne investieren. Und ich möchte nochmal Wohlwollen erlangen. Ah, kann ich noch nicht. Hier unten kann ich wahrscheinlich auch noch nicht Wohlwollen erlangen. Genau. Alles klar. Dann lassen wir das mal laufen. Die Weltwirtschaft ist wieder ein bisschen eingebrochen. Oh. Ja. Diplomatische Aktion Ask for Government Assistance wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Okay. Und wir haben von Australien und Japan wieder Aktionspunkte gekriegt. Jeweils 2500. Sehr schön. Costa Rica hat sich dem Block angeschlossen. Kuba. Rohstoffe aufgebraucht. Oh Mann. Die Lagerstätten fossiler Energieträger in einer unserer Provinzen neigen sich dem Ende. Im Campbell-Plateau. Fahren wir die Produktion herunter und investieren wir in moderne Bergbauinfrastruktur. Fahren wir den Bergbau in dieser Provinz komplett herunter. Fossile Brennstoffe haben ohnehin keine Zukunft.
Oder extrahieren wir alles, was wir kriegen können. Danach fahren wir alles herunter. Für einen Haufen Metalle, Arbeitslosigkeitsanstieg und zu Provinzumweltzerstörung. Ich hätte jetzt gesagt, fahren wir die Produktion herunter und investieren wir in moderne Bergbauinfrastruktur. Und wir kriegen dann Provinzrohstoffeinnahmen minus 5. Ja. So sieht das aus. Projekt umsetzen, Religion. Das ist bald erledigt. Unser BIP wächst gar nicht mehr so stark. Die Weltwirtschaft wächst. Und unser BIP sinkt tatsächlich um einiges. Sollten wir vielleicht tatsächlich ein bisschen was in der Wirtschaft machen. Investitionen wurden erfolgreich in Japan umgesetzt und in Australien hat das mit den Investitionen leider nicht geklappt. Tja. So ist das manchmal. Religionen haben wir umgesetzt. Sehr schön. Religionen. Laizität. Stellen Sie sicher, dass die Gesetze Ihres Landes auf säkulären Werten beruhen und dass Religion für Regierung und Politik keine Rolle spielt. Gibt uns 3 Index menschlicher Entwicklung, dauert 127 Tage, finde ich sehr verlockend. Oder Religionsgesetze. Da bin ich nicht mit einverstanden. Da möchte ich die Laizität haben. Plus 3 Index menschlicher Entwicklung. Dauert 127 Tage. Und dann machen wir auch bald weiter mit Forschung, die nötig ist, um unseren Sieg sicherzustellen. Also um unseren Technologiesieg weiter fortzuführen. Okay, 11 Tage noch, dann kann ich wieder nach Aktionspunkten fragen. Das mache ich dann auch. Da war schon wieder, zum Monatswechsel kommt da immer ein trauriger Smiley. Das irritiert mich. So. Liebes Australien, ich hätte gerne wieder Aktionspunkte. So ist es eben. Wir sind klein und mit wenig Einfluss ausgestattet als Neuseeland. Aber unsere Blockpartner Japan und Australien haben sehr, sehr viele Aktionspunkte auf der Kante liegen und da kann ich mir mal ab und zu welche erfragen. Und genau das tue ich jetzt auch. Dauert nur ein paar Tage. Und wir haben Aktionspunkte von Japan und von Australien bekommen. Okay, und dann machen wir an dieser Stelle Pause, weil ist schon wieder eine Folge rum. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das gefallen hat hier mit Real Politics 2, dann lasst gerne einen Like da, schreibt mir einen Kommentar und wenn ihr mögt, abonniert vielleicht den Kanal, da kommen auf jeden Fall auch die Stream-Mitschnitte von der Dienstagspolitik, die ich immer mit der Politikwissenschaftlerin Rumi Höhne mache, werden da veröffentlicht und mich würde es einfach sehr freuen. Auf jeden Fall herzlichen Dank fürs Zusehen und einen schönen Tag noch. Tschüss!